Guten Morgen, liebe Tieftonliebhaber. Die zwei Meister sind arriviert und da sehe ich sie auch schon an der Ecke stehen. Da sind sie, Gerald Malot und der Sammy Seemann. Wir befinden uns jetzt auf dem Weg zum Olympia, da ist es schon. Und werden da mal nach dem Rechten sehen und dann den Messestand aufbauen. Zu dritt. Zu dritt. Nee, Florian muss alleine bauen. Mist, falscher Eingang. Hier kommen wir noch nicht rein. Müssen wir doch außen rumlaufen. Nein, das ist ja ein Ding. Dieses Jahr passiert es also wieder. Okay, es war nicht die weltweite Börse oder Messe für Nähen und Häkeln und Stricken, sondern nur die Frühlingsshow davon. Aber das bedeutet, dass die Menschen im Lift wieder ein Durchschnittsalter von ungefähr, 55 Jahren haben. In dieser Halle wird jetzt noch fleißig gebaut, aber gleich stehen hier überall wunderschöne Stände mit Bass-Equipment. Alles klar, der Stand ist aufgebaut. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist Strom. Aber der Gerald, der ist so freundlich und gibt uns eine kurze Führung durch seine Instrumente. So, wir haben ja ganz viele schöne Sachen mitgebracht, extra für die Messe gebaut. Und zwar geht es ja mit dem schönen Theus. Da liegen die Prospekte noch verkehrt rum. Theus in Frozen Sky heißt die Farbe. Schönes Hellblau auf einer schönen Ahorn, geflammten Ahorndecke. Dann ein Theus 5-Seiter mit Oliveschendecke und Palisander-Griffbrett, 4-Band-Klangregelung, schwarze Hardware. Hier haben wir einen schönen Konsort mit geflammter Makoree-Decke, Mahagoni-Body, Ebenholz-Griffbrett, so ein ganz klassisches Modell von uns. Da haben wir noch den Sammy, auch ein ganz klassisches Modell. Und eine Diva haben wir natürlich auch mit Diva 4-Seiter, Palisander-Griffbrett, Mahagoni-Body, geflammte Ahorndecke und was hier ganz besonders ist, in der Decke sind Apatitsteine eingelegt auf einem vergoldeten Untergrund. Wahnsinn. Das ist so richtig tief, da kannst du so reingucken, das geht so einen Zentimeter tief rein, kann man das im Bildchen schön sehen. Sehr schick. Klingt sensationell. 5-Seiter-Diva gibt es natürlich auch dabei. Na, den kennt ihr schon? Kennt ihr schon? Schon gesehen? Ja, nicht den, aber meinen. Stimmt. Ja, der ist so ähnlich. Ein schön Contra mit so ein bisschen... Und Sammy, Contra mit Sammy. Sammy mit Contra. Oh ja. Mit so ein bisschen rötlicherem Old Violin Finish. Jetzt musst du hier überspringen. Überspringen den mal schnell. Okay. Auf diesen kleinen Sopran, Sopranix mit Metallic Fiesta Red Lackierung. Und jetzt kommt natürlich der Knaller, was wir mit haben. Den Embers 6-Seiter mit extra dickem Body. Guck mal, ich heb den mal so ein bisschen hoch. Ja. Der ist chambered, also semi-hollow. Mit einem 60 Jahre alten Ahorn-Griffbrett, das sollte eigentlich mal ein Kontrabass-Hals werden. Ein ganz alter Ahorn, die Pickups sind auch aus dem gleichen Holz. Olive-Eschendecke, Olive-Eschen-Binding. Unter dem Binding ist nochmal ein Ebenholz-Binding, also so ein Doppel-Binding. Und die Pickups haben das gleich. Auch nochmal so ein Binding darunter. Und das Hals-Binding läuft hier so auf dem Body durch. In einer Linie. Und hier unten, das kann ich dir mal zeigen, das bin ich ja ganz stolz, wie diese ganzen Linien so zusammengeführt sind, diese ganzen Adern. Ja, das ist der Embers 2000. Und das schöne Ding hat natürlich den Preis auf der NEMM-Show gewonnen als Best at Show Bass. Stolz. Gratuliere. Dankeschön. Und ein Wotan Fretless haben wir noch mit. Hochglanz lackiert, in T-Burst.
ebenfalls Griffbrett, liniertem Griffbrett und ein Wotan 5-Seiter Klassiker in Vintage White mit Schaltwerk und Pickup. Sehr cool. Ja, tierisch. Vielen Dank, Gerald. Und hören werdet ihr diese Bässe natürlich jetzt in den kommenden Tagen. Denn da werden der Sammy und ich werden diese Bässe nämlich präsentieren und ein bisschen spielen, wenn wir können, und ja, mal zum Klingen bringen. Also ich muss sagen, mir gefällt eigentlich doch der Contra am besten. Und naja, ich bin auch sehr angetan eigentlich von dem Tios, sowohl der Vierseiter als auch der Fünfseiter. Tierische Bässe. Die Arbeit ist verrichtet hier und wir werden uns jetzt mal zum Hotel begeben und danach was essen gehen. Und ab morgen geht es dann richtig los. Und vielleicht ist es euch auch aufgefallen, die haben uns hier in einen Raum eingebaut. Diese ganzen braunen Wände, die waren eigentlich noch gar nicht da. Und als wir unsere Bude da gebaut haben, haben die uns irgendwie in einen separaten Raum verwandelt. Und wenn man hier rausgeht, ja, man sieht es auch schon, gleich auch schon bei den Freunden von Aguilar. Sehr schick. Hier steht der Thomas Eich mit seinen Verstärkern. Das spielt der Sammy. So ein Set haben wir auch bei uns am Stand stehen. Das werdet ihr auch bestimmt hören in den kommenden Tagen. Und ihr seht, hier wird noch fleißig gebaut. Alle Bassbauer und alle Musikgeschäfte und Verteiler. Oh, hier hat man noch einen Holländer. Das ist der Van der Klei, der macht auch Verstärker und Boxen. Auch sehr gutes Zeug. Ja, es gibt hier eigentlich keinen, der wirklich Ramsch macht. Der Oliver Lang mit seinen Bässen. Die haben immer noch keinen Tisch gekriegt. Doch, einen. Na gut. Da ist der Oliver. Ah, hier an der Ecke haben wir Ernie Ball und Music Man Bässe. Auch sehr geil. Ach du liebe Güte. Ist noch stets ein Schneetreiben. Wir gehen jetzt erstmal ins Hotel. Wir sind total früh fertig, weil wir natürlich auch total früh angefangen haben. Ha. Noch ein bisschen ausruhen. Vielleicht eben eine halbe Stunde die Füße hoch. Und dann was Leckeres essen.